Dieses Projekt hat natürlich lange gedauert und viele Leute, die das beobachtet haben und immer gesehen haben, wie ich in meiner Werkstatt verschwinde, haben sich sicherlich gedacht, jetzt will er auch noch ein Flugzeug bauen. Mir war von vornherein klar, wenn ich das anfange, dann ziehe ich das auch durch. Mein Name ist Karl Friedrich Schmidt und ich habe mir mein eigenes Flugzeug gebaut. Ich weiß noch, ich war 12 Jahre alt, da habe ich so einen Experimentierbaukasten bekommen. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und später dann kamen andere Dinge dazu, eben die Schrauberei an Motorrädern und alten Autos. Meine Leidenschaft fürs Fliegen habe ich entdeckt, als ich als Musikstudent mit 25 Jahren in Kanada eine Tournee gespielt habe. Und wir kamen zufällig an einem Flugplatz vorbei, da standen Sprühflugzeuge. Und der zuständige Sprühpilot, der Crop Duster, war auch da. Und ich habe gefragt, kann man da mal mitfliegen? Und da hat er uns mitgenommen. Das war sehr, sehr beeindruckend, weil der hat natürlich gezeigt, was er drauf hat. Mir war klar, ich möchte unbedingt auch selber mal fliegen lernen. Und nachdem ich schon öfters in den USA war und dort viele Oldtimer gesehen habe, habe ich mich entschlossen, nein, ich möchte was ganz Besonderes haben. Ein Flugzeug, was sonst keiner hat und vor allen Dingen ein offenes Flugzeug. Ich habe angefangen, das Flugzeug zu bauen 2006 und es sind dann 14 Jahre geworden. Eigentlich besteht mein Flugzeug aus ganz klassischen Materialien, die im Flugzeugbau schon seit vielen Jahrzehnten immer die Anwendung fanden. Der ganze Rumpf besteht aus Stahlrohren, die Flächen und die Steuerflächen sind mit Stoff bespannt. Diese Materialien bekommt man am günstigsten in den USA und alles, was in irgendeinen Koffer reinpasst, habe ich dort drüben in den USA gekauft. Es gab allerdings auch viele Teile, die nicht unbedingt neu sein müssen, die man überholen kann. Und so habe ich viele Einzelteile wie Räder, Bremsen, Steuerungsorgane aus alten Flugzeugen entweder ausgeschlachtet oder auf dem Gebrauchtmarkt erstanden. Aber was bei meinem Flugzeug besonders ist, so habe ich zum Beispiel Landescheinwerfer, die von einer Harley-Davidson sind, am Luftfilter einen Deckel, der sicher sein musste, dass seitlich kein Regenwasser einströmt. Das ist ein Pfannendeckel. Der Motor ist aus dem japanischen RX-7 Sportwagen. Es ist ein Zweikammer-Wankelmotor mit 180 PS, den ich selber umgebaut habe auf Doppelzündung und Weber-Rennvergaser. Wenn man ein Experimentalflugzeug baut, wird am Anfang schon durch das erste Gutachten, welches erstellt wird, festgestellt, hat der Erbauer überhaupt die handwerklichen Fähigkeiten, hat der Erbauer die entsprechenden Werkzeuge und hat er auch eine Werkstatt. Sowas habe ich natürlich gehabt, aber spezielle Fähigkeiten hatte ich nicht, aber man kann alles lernen. Diese Bauzeit war absolut die kreativste Zeit meines Lebens, aber ich habe so oft den Kopf aus der Werkstatt rausgestreckt und habe in den Himmel geguckt und habe geguckt, wer fliegt denn da? Aha, der und der, das Kennzeichen, und habe gedacht, mein Gott, jetzt bin ich immer noch hier. Aber eins war mir klar, ich bin auch bald dabei. Come on, yippee, yippee, yippee.